Ich bin froh, dass ich einen Schutzmantel hier anhabe. Wenn ich das sage und wiederhole, sorgt euch um nichts. Er spinnt. Geht doch gar nicht. Was soll das? Ich glaube kaum, dass das bei vielen Erlösung auslöst, sondern Widerstand. Ich muss mir doch Sorgen machen. Das wäre lieblos. Dann wäre ich ja völlig gleichgültig. Alle negativen Emotionen müssen wir vor uns selbst begründen. Sonst geht es nicht. Und jeder kann mir 1000 Gründe aufzählen, warum er sich schon in seinem Leben hat Sorgen machen müssen. Und wer es nicht tut, ist eine Schucke. Der hat es nicht alle. Und Paulus sagt in ganz wenigen Worten: Sorge dich um nichts. Nichts. Damit kratzt er an unseren Begründungen und sagt: Keine Begründung, die wir immer finden, das ist keine Kunst, ist nicht ehrlich. Ist erfunden. Und weil das so normal ist, sich Sorgen zu machen, und so gut ist, sich Sorgen zu machen, und so liebend ist, sich Sorgen zu machen, leben wir in ziemlich großer Blindheit. Wir schauen uns nicht an, was da geschieht, wenn ich mir Sorgen mache. Wir denken, ja, das wäre aber was Gutes. Nächstenliebe. Die Oma ist im Krankenhaus. Ich mache mir Sorgen. Das ist so ganz normal. Und vor allen Dingen fragen wir uns kaum, wie geht es dem anderen, der merkt und spürt. Einer macht sich um mich Sorgen. Mir hat mal eine Frau gesagt, ich bete jetzt jede Woche für sie. Konnte mich nicht bedanken. Ich wusste, was im Schilde führt. Tja. Aber sie dachte, da was Gutes zu tun. Sehr, also für sie war das sehr ehrlich. Das wusste ich auch, dass sie das ehrlich meint. Wenn ich spüre, dass ein anderer sich um mich Sorgen macht, dann geht es mir nicht besser. Mir geht es schlechter. Selten gilt für Mitleid. Wenn ein Kind merkt, hörst du mich? Ich meine, wenn du merken würdest, dass die Mama und der Papa sich große Sorgen um dich machen, ich weiß nicht weswegen, vielleicht hast du eine 5 geschrieben in Rechnung oder sonst was, wie wäre das für dich? Wäre es gut? Nein. Das wird ja noch schlimmer. Wird alles nur noch schlimmer, durch Sorgen machen wird alles nur noch schlimmer. Bitte das anschauen und wirklich prüfen. Nichts glauben dir, das sage ich ständig. Das bitte reflektieren, dem anderen ist damit überhaupt nicht geholfen, im Gegenteil, ihm ist geschadet. Und unsere deutsche Sprache ist zum Glück sehr deutlich, denn sie unterscheidet klar Sorgen, das heißt jetzt nicht, dass heute Mittag keiner Mittagessen kocht oder die Wäsche nicht mehr bügelt, ich sorge mich um nichts, sondern es heißt keine Sorgen machen, mir keine Sorgen machen. Und es ist auch eine spannende Frage, warum mache ich mir Sorgen? Das hat jetzt seinen Grund. Wir sind nämlich völlig verwirrt. Ich mache mir Sorgen, weil ich mit Ungewissem konfrontiert werde. Ich fühle mich unsicher. Ich glaube, etwas verhindern zu müssen,
etwas lenken zu müssen, etwas abwehren zu müssen und glaube, ich könnte es mit meiner Sorge erreichen. Geschieht nicht. Wir sorgen uns weiter. Und das Schlimmste ist natürlich immer, bin ich selbst, weil wenn ich mir Sorgen mache, die größte Sorge ist die Sorge um mich. Da fängt es ja an. Wenn ich mich um mich sorge, wird es schwierig. Dann bin ich auf alle Fälle nicht mehr im Frieden. Dann bin ich schon ziemlich entfremdet, sagen wir Leute. So ein bisschen weg. Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit, um meine Zukunft und so weiter. Ich schade mir. Denn bitte fragen, wem geht's gut, wenn er sich Sorgen macht? Mir geht's nicht gut. Nie. Noch nie. Im Sorgen machen. Und die Sprache sagte, das Erste ist, ich mache mir Sorgen. Bevor ich mich um andere sorge oder Sorgen mache, mache ich mir Sorgen. Das lähmt, das zieht runter. Das macht unzufrieden, unglücklich. Deswegen sagt Paulus zu Recht, ganz einfach, sorgt euch um nichts. So beginnt Christsein. Und Paulus sagt uns, er gibt uns einen Tipp, wie wir damit umgehen sollen, wenn es so langsam losgeht mit dem Sorgenmachen. Das ist ja weit verbreitet, ist eine, wie eine Art Pandemie ist das, die uns befallen hat, ein Virus, der in uns sitzt. Er sagt, wenn du ein Anliegen hast, dann mach aus dem Anliegen keine Sorge, sondern trage sie vor Gott. Das ist ganz wichtig, wahrscheinlich haben wir es überhört. Bitte und bete zu ihm. Das ist noch, können wir ganz gut. Aber der Hauptknacker ist, voll Dankbarkeit. Eucharistein ist das, was wir hier feiern. Ist immer Danke sagen. Nicht bitte, bitte machen, sondern Danke sagen. Danke feiern. Danke leben. Ja, danke. Er soll sein Anliegen voll Dankbarkeit vor Gott tragen. Paulus ist sehr raffiniert, er weiß genau, wie wir ticken, er kennt unsere Psyche. Keiner von uns kann voll Dankbarkeit wirklich beten. Das ist sehr schwierig. Es geht, aber es ist sehr schwierig. Normalerweise sind wir unzufrieden und deswegen beten wir, dass es besser wird und Gott soll es machen und so weiter. Er sagt, nee, so geht's nicht. Denn wenn du voll Dankbarkeit betest, dann hat die Sorge wenig Luft. Die kriegt keine Luft mehr. Denn Sorgen kommt auch aus der inneren Haltung der Undankbarkeit und der Unsicherheit. Es ist also eine durch und durch frohe Botschaft von höchster Bedeutung in unserem Alltag und es fällt uns schwer, es zu beherzigen. Und Paulus sagt uns dann, was mit unserem Herzen geschieht. Wenn wir uns sorgen, geschieht nur Negatives in uns. Er sagt, wenn wir Frieden in uns spüren wollen, inneren Frieden, dann geht das nicht mit Sorgen, sondern wenn ich sorglos bin. Sorglos. Und um den Horizont zu öffnen, wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, nicht mehr so wie wir jung waren, zumindest ich, mit einer großen Utopie von Fortschritt an allen Ecken und Enden. Wir gehen jetzt ja, sind ja schon in einer höchst kritischen
Zeit. Und da ist Sorgen macht natürlich sofort da. Und wer sich Sorgen macht, kann nicht mehr handeln, kann nicht mehr klar denken. Dasselbe wie bei der Angst. Deswegen tut sich auch so wenig. Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. Ich mache mir Sorgen um unsere Erde. Ich mache mir Sorgen. Ist alles Quatsch. Auch einer Krise sorglos zu begegnen, das ist eine schöne Kunst. Einfach mit Sorgen machen, mache ich es nur schlechter. Keiner kann es verhindern. Wenn ich aber innerlich sorgfrei bleibe, sorglos lebe, dann habe ich alle Energie und alle Kraft, mich vernünftig zu denken und vernünftig zu fühlen und zu handeln. Und ihr werdet einen Frieden haben, sagt Paulus, der alles verstehen, die Sorge kommt, dass sie nicht verstehen, alles planen, die Sorge möchte gern planen, vor allem die Zukunft, und alle Erkenntnis darüber hinaus geht Frieden. Ist nicht zu verstehen. Ist nicht zu erreichen. Nur im einfachen Lassen. Nichts machen. Nichts machen. Lassen. Die Sorgen.